thank <laughs> you Hallo, Freunde der Filmunterhaltung. Herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Vajana 2. Ja, in diesem Film muss unsere Vajana ein neues Abenteuer erleben. Und zwar bekommt sie, ja, so ein paar, sagen wir mal, Botschaften von ihren Vorfahren. Und sie muss sich auf den Weg machen zu weit, weit, weit entfernten Gebieten, wo sie eine Insel finden soll mit dem sie die verschiedensten Völker, die überall zerstreut, aber nirgendwo aufzufinden sind, wieder zusammenbringt. Und ja, sie macht sich auf den Weg und nicht alleine. Und zwar nimmt sie einen alten Farmer mit und sie nimmt eine, ja, sagen wir mal, Handwerkerin mit. Und natürlich sind auch das Schweinchen und der Hahn natürlich auch wieder mit von der Partie. Und ja, mit denen begibt sie sich auf hoher See und versucht das alles zu regeln, dass sie halt wieder mit den anderen Völkern wieder vereint werden. Natürlich ist auch Maui wieder dabei und steht den natürlich auch wieder tatkräftig zur Seite. Ja, so viel zugunsten, Grundstory. Also ich habe Vayana... Eins letzte Woche nochmal angeschaut zur Vorbereitung und ich muss sagen, die Qualität ist mindestens gleich geblieben. Vajana ist ja wirklich, äh, sagen wir jetzt mal, von der Animation her sehr hochwertig. Ähm, ja, Gesang ist halt natürlich wieder bei Disney, das ist natürlich immer Geschmackssache, ob man den Gesang mag oder nicht mag. Aber ich muss sagen, neben zum manch anderen Disney-Filmen, wo der Gesang, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger gezwungen ist, finde ich den da teilweise schon passender, weil das passt auch so zu diesen, in Anführungsstrichen, eingeborenen, ähm, eingeborenen Sachen mit dem eingeborenen Volk und so, dies und das und so, schon ganz gut. Aber ich finde, man hat hier ähm, wirklich die Story wieder gut vorangebracht. Man hat wirklich. Ähm, ist nicht einfach den Film Teil 1 noch mal so ein bisschen neu aufgelegt und ähm, das gleiche wieder noch mal erzählt, sondern ja man findet da einfach immer wieder so ein bisschen etwas, wo man sagen kann, nicht nur die Charaktere entwickeln sich weiter, sondern auch ähm, die Story entwickelt sich weiter. Man hat etwas Neues, man hat etwas anderes dabei und ähm, Dementsprechend finde ich, das haben die hier sehr gut umgesetzt. Und ich bin da jetzt mal gespannt. Denn ähm, es kommt ja über nächstes Jahr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, eine Live-Action-Version von dem Film. Also eine Realverfilmung. Und da. Bin Ich jetzt mal gespannt, ob sie jetzt den ersten Teil noch mal nacherzählen in der, ähm, der Live-Action-Variante oder ob sie jetzt einen dritten Teil in der Live-Action-Variante machen. Da bin ich jetzt mal echt gespannt. Ähm, aber was gibt es noch zu sagen? Ja, der Film macht auf jeden Fall Riesenspaß. Also, man hat wirklich alles wieder zusammengepackt, was man im ersten Teil auch schon mochte. Man hat Action, man hat Spannung, man hat Spaß tolle Charaktere wieder dabei gepackt. Also ich finde den Farmer, den finde ich einfach super. Also den müsst ihr euch auf jeden Fall geben. Ey, der ist echt super. Und auch die, diese, diese Zimmerfrau, die sie da haben, also diese Handwerkerin, <laughs> die ist auch wirklich lustig. Also das passt schon sehr gut. Also schon so eine sehr lustige Truppe dabei. Und ach ja, da gibt es auch noch diesen, diesen starken Typen da, der so dieser Maui-Fanboy ist. Also auch super geil geskriptet dieser Typ und ähm, ach herrlich das finde ich haben die alles sehr gut gemacht und ähm, man hat an der Qualität von den Animationen auch auf gar keinen Fall nachgelassen also die Qualität ist immer noch mindestens genauso gut wie beim ersten Teil und ja ich finde so ein bisschen es schade dass man viel zu wenig finde, also meiner Meinung nach, ein bisschen zu wenig ähm, ja, von dem von dem Dorf einfach mitkriegt, von den von dem Stamm, von, 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 von der Lebensweise, dies, das und so klar, das wird halt immer wieder so ein bisschen angerissen. Aber ich finde, ja, da könnte einfach noch ein bisschen mehr sein. Also es war im ersten Teil jetzt zwar ein bisschen mehr gewesen, jetzt im zweiten Teil finde ich, ist da wirklich erheblich weniger drin. Was man davon sehen kann, da spielt sich viel mehr dann halt dieses, auf dieses Abenteuer halt ab. Aber gut, ähm, kann man machen. Also, ich bin mit dem Film eigentlich sehr gut zufrieden. Das Wichtigste ist erstmal, der Film macht Spaß. Und der Film ist für jung und für alt was. Da kann man auf jeden Fall sagen, dass da ähm, sehr viel Gutes drin ist. Ähm, der Film, finde ich, geht auch nicht zu lang. Der Film ist mit ähm, einer Stunde 40, also genau 100 Minuten. Wirklich auch ähm, passend. Es gibt da jetzt kaum irgendwie so, ähm, ja, sagen wir jetzt mal so Lückenfüller-Momente oder so oder Momente, wo es dann einfach so komplett einbricht, wo man jetzt sagt: Ja, gut, hätte man jetzt rausschneiden können oder so. Nee, gibt es da jetzt eigentlich so gar nicht. Also mir hat das hier wirklich schon ganz gut gefallen. Also das Erzähltempo, dies, das und so. Das passt alles hier schon sehr, sehr gut. Ja, und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo, Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator: T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also, holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also, randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. So, da sind wir wieder. Ja, Vajana 2. Ein wirklich tolles Abenteuer mit vielen lustigen Charakteren, mit vielen ähm, interessanten. Momenten, wirklich tolle Animation, man hat an der Qualität von Teil 1 nicht nachgelassen. Ein wirklich ähm, generell interessante Filmreihe, kann man jetzt sagen, da es jetzt ein zweiter Teil ist, sage ich jetzt Filmreihe mal dazu. Ja, tolle Story, tolle Charaktere, also da bin ich wirklich schon sehr wohlgesonnen, was das angeht. Und deswegen gebe ich den Film, weil, wie gesagt, den kleinen Abzug gebe ich einfach, weil ich gern noch ein bisschen mehr von dem Dorfleben und das alles gerne ein bisschen mitgekriegt hätte. das kommt mir da einfach ein bisschen zu kurz und deswegen gebe ich den ganzen zwischen vier und fünf Totenköpfen, weil der Film einfach wirklich riesen Spaß macht und es ist einfach Unterhaltung für die ganze Familie und dementsprechend also kann ich nur sagen geht da rein schaut euch den Film an. Wenn ihr den ersten Teil gemocht habt, werdet ihr den zweiten Teil definitiv auch mögen. Ja, das war meine Filmbewertung zu Bayana 2. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort gibt es eine Linkliste mit interessanten Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Und gerade zu Weihnachten gibt es da auch ein paar Möglichkeiten, auch Geld zu sparen. Ja, das war meine Filmbewertung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis! Demnächst.